Hallo, mein Name ist Bernd Egger. Ich bin Synchronsprecher und die neue deutsche Stimme von Arnold Schwarzenegger seit Terminator Dark Fate. Schuldig des Verrats. Schuldig der Pflichtverletzung und was Sie sonst noch wollen. Aber vor allem, ich bin schuldig, ein Narr gewesen zu sein. Einmal im Leben verlor ich beides. Mein Herz und mein Verstand. Dafür habe ich Strafe verdient, ohne Pardon. Wie bist du zum Synchron gekommen? Ich habe, da war ich vielleicht 5 Jahre alt, mit meinen Eltern den Nürburgring besucht. Und da fand ich diese Autos so toll. Und dann habe ich eben dieses Geräusch auf dem Parkplatz und die ganze Zeit imitiert, diese vorbeifahrenden Autos. Und musste dann bei jedem Mal, wenn meine Eltern irgendwelche Leute zu Gast hatten, dieses Geräusch nachmachen. Das war so ein bisschen stressig. Und dann habe ich natürlich Police Academy geguckt als kleiner Pimpf und fand eben diesen Geräuschimitator irgendwie am tollsten. Und da habe ich so langsam gemerkt, das macht Spaß. Und dann bin ich aber davon wieder abgekommen, also durch Schule und Ausbildung, und wollte eigentlich Künstler werden, wollte immer malen. Und meine Eltern hatten ein großes Haus mit einem unausgebauten Dachgeschoss und habe mir dann ein Atelier eingerichtet, habe dann viel gemalt. Also das Künstlerische war schon immer da. Hab mich dann aber doch wieder dem Schauspiel verschrieben und bin dann wieder zurück. Und ja, bin bis heute dabei geblieben. Erzähl mal von deinem ersten Jahr als Synchronsprecher. Also das erste Mal, dass ich aufgefallen bin, war im Dezember 2015. Da hatte ich bei der alten BSG Termin bei Konrad von Jascharow, der hat da Regie geführt, für einen Elvis-Film, sehr, sehr lustiger Film. Killing Elvis oder so heißt der. Nee, Kill the King heißt der, ist großartig. Und wir waren im Ensemble, ganz klar, und ich kam zu spät. So fing das an. Ich komme nie zu spät. Ich hasse zu spät kommen. Aber ich konnte nicht anders, weil ich hatte davor einen Termin und musste dann schnell dahin. Und alle anderen hatten eher Zeit, nur ich nicht, und waren schon da. Wir haben auch gesagt, es ist alles kein Problem. So, die Sachen, die du sprechen sollst, die stellen wir hinten an. Wenn du dann da bist, sprichst du die. Und dann komme ich da rein und lerne eben Connor kennen. So, und alles, war alles total easy bei ihm. Und du kommst da rein und es ist recht cool. Und dann war da so ein alter Typ, so ein Professor. Und er wollte halt wissen, wer ich bin, hat er gesagt, na, dann probier den doch mal. Und dann habe ich diesen alten Mann gesprochen, mit einem sehr alten. Und das hat ihm super gut gefallen. Und jedes Mal, wenn er irgendwie so unsicher war, wer den jetzt machen könnte, hat er mich halt vorgeschlagen. Und dann habe ich das halt gemacht. Und jedes Mal so, oh, toll, geil, wie du das machst. So. Und danach kam er dann auf mich zu, nach dem Termin, und meinte so, ja, Bernd, also ganz ehrlich, es ist scheiße, dass wir uns noch nicht kennen, so. Aber das hat sich jetzt geändert und ab jetzt werde ich allen erzählen, dass du das toll machst. Und ja, und das hat er auch wirklich gemacht. Und das ist echt völlig verrückt. Und danach hatte ich dann wesentlich mehr Termine und das war auch wichtig, weil ich hatte davor nicht so viele Termine. Erinnerst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Ist noch gar nicht so lange her. Okay, ich mach's auch noch nicht so lange. Für The Innocents habe ich das Casting gewonnen. Für, wie heißt der Mann, Steinar, also so eine norwegische Produktion. Johannes Hauka Johansen, ein Bär von einem Mann. Und das war auch mein allererstes Casting. Und es war, glaube ich, 22 Uhr bei der VSI. Und ich komme da an und war erkältet und sehe so auf der Dispo, wer noch alles mit mir dieses Casting bestreitet. Und ich dachte so, oh ja, toll, die machen das alle seit 20 Jahren. Und ich. Und dann, komme ich da rein. Das war die mit Abstand komplizierteste Sache, die ich jemals gemacht habe. Also es war eben Johannes Hauka Johansen, der von einer 16-Jährigen besessen ist. Also dieses 16-jährige Mädchen berührt ihn und ihr Bewusstsein transferiert sich in seinen Körper. Und dadurch ist er dann diese 16-Jährige. Also es war eine furchtbare, furchtbare Szene. Und war aber dann auch, und mit viel Heulen auch. Also es war unfassbar anstrengend. Aber ich habe es dann bekommen. Und das ist auch insgesamt eine unfassbar tolle Produktion. Also generell sowas zu spielen und eben gerade vom Synchron her irgendwie auf dieses Norwegische drauf zu kommen, das ist
ist hohe Kunst. Also Synchron kann wirklich einfach sein, manchmal bei Animationssachen, aber es kann auch manchmal wirklich hart sein, gerade bei so ausländischen Filmen oder Serien, so französische Sachen, diesen französischen Duktus zu treffen, das Norwegische oder eben auch spanische Produktionen, die ja unfassbar schnell sprechen alle. Gibt es ein bestimmtes Rollenprofil, für das du oft besetzt wirst? Ja, große schwarze Männer. Das finde ich auch okay, aber ich probiere natürlich unglaublich gerne auch Sachen aus. Und ich habe jetzt zuletzt nicht Typ besetzt, sondern bei Killing Eve, zweite oder dritte Staffel, ich weiß es nicht genau, so einen Mörder oder Serienmörder gesprochen, der aber gleichzeitig unfassbar intelligent ist. Und so ein Google-Chef, so eine Art Google-Chef, der eben seine Kunden, die er einlädt, so russische Oligarchen, dann eben immer so erpresst, indem er unfassbar viele Informationen über die hat, weil er ja das Internet beherrscht. Und am Ende gibt es eine sehr perverse Sterbeszene, die hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe die eben so ein bisschen Kinski-haft angelegt mit einer sehr seltsamen Stimme. Und das hat echt Spaß gemacht. Also so wirklich so rauszukommen aus diesem normalen, etwas schwereren Duktus und einfach so ein bisschen, vielleicht auch flirty manchmal, so Heldenfiguren spreche ich total gerne, weil die immer so etwas Heroisches haben und so Durchsetzungsvermögen, das finde ich total cool. Aber so ganz abseits dessen finde ich eben auch schön. Bei der SDI spreche ich momentan so eine lispelnde Maus. Die spricht die ganze Zeit so, das ist auch sehr schön. Das ist einfach geil. Man kann einfach alles ausprobieren. Du durftest in Terminator Dark Fate Arnold Schwarzenegger synchronisieren. Wie kam es dazu? Ich war unterwegs auf dem Fahrrad, kam aus Adlershof und bekomme einen Anruf. Und das war eine Spielefirma, die wollten, jetzt kann ich es ja sagen, ist ja auch schon raus, Mortal Kombat 11 machen. Und in Mortal Kombat 11 kommt der Terminator eben vor. Und David Riedel, ein Kollege von mir, kennt die gut und hat denen gesagt, der Bernd könnte das machen. Jetzt war mir aber gar nicht klar, dass die Tommy schon gefragt hatten und Tommy das eben nicht machen konnte und eben in seinen Ruhestand schon gegangen war und so weiter. Das wusste ich alles noch gar nicht zu dem Zeitpunkt und ging eben ans Telefon und meinte, ja, kann ich machen, aber könnt ihr nicht vorher Tommy fragen, ob das in Ordnung geht? Also, ne? Und dann meinten die so, ja, wir kümmern uns darum. Und dann tatsächlich kam das dazu, dass ich dann den Job bekommen habe für dieses Spiel. Nach diesem Telefonat ist mir dann aber auch eingefallen, dass ich einen Terminator-Trailer schon gesehen hatte. Zumindest so eine Ankündigung davon. Und dachte mir so, wenn die mich schon fragen, dann muss ja da irgendwas. Und dann habe ich auch ein YouTube-Video gefunden von Tommy, wo er eben sagt, dass er jetzt in Ruhestand geht. Und dann dachte ich mir so, dann wäre ich aber schon ganz gerne bei diesem Terminator-Casting zumindest dabei. Ich hatte mir null Chancen ausgerechnet, also gar nichts. Ich habe mal rumtelefoniert, habe geguckt, welche Firma das macht, habe die angeschrieben, hatte so einen Soundfile mitgeschickt aus The Last Kingdom, genau, wo ich, da gibt es so eine Stelle, da klinge ich sehr, sehr ähnlich wie der junge Tommy. Und dachte so, naja, den schickst du das mal gucken, vielleicht. Und dann schrieben die mir ein paar Tage später zurück, ja, Bernd, du bist hier schon lange auf der Liste. Dachte ich so, okay, cool. Das finde ich cool. Und dann war es soweit, dann ging es zum Casting. Und dann sehe ich auch wieder auf dieser Liste diese unglaublich erfahrenen Kollegen und eben ich. Und ich dachte so, okay, das fände ich sinnlos. Totaler Quatsch. Und hatte aber das Glück, so ein bisschen erkältet zu sein. Also ich war eh schon relativ im Keller mit der Stimme. Und hatte mir vorher natürlich mehrmals Terminator 1 und 2 nochmal angeguckt und mir auch so einen Soundfile auf mein Handy gezogen und mir das immer wieder angehört, weil der Terminator immer sehr gerade spricht und dann hinten einfach nur mit der Stimme runtergeht. Das ist so der Tommy Danneberg-Duktus für eben den Terminator, damit der roboterhaft klingt. Und das gibt ihm eine unfassbare Coolness und das musste ich halt irgendwie erzeugen. Und dann stehe ich da drin und Björn Schaller führt Regie. Und ich sag zum ersten Mal, ich sehe zum ersten Mal in meinem Leben auf dem großen Bildschirm Arnie und sagt, das allererste, was ich sage, ist halt Sarah Connor. Und ich dachte so, allein schon deswegen war es schon so cool, hier zu sein. Ja, und dann eine Woche später ruft mich so eine unfassbar, also durch den Hörer grinsende junge Frau an,
so eine Aufnahmeleiterung von der FFS und meint, ja, Bernd, du hast es bekommen. Und ich dachte so, ist nicht euer Ernst. Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen, da habe ich wieder einen Lachanfall gekriegt, habe ich wieder geheult. Dann habe ich das erstmal verarbeitet und dann muss ich eine halbe Stunde später schon wieder zu einem anderen Casting. Ich muss das eigentlich jetzt erstmal verarbeiten, ich brauche einen Schnaps. Aber nee, ging nicht, ich musste gleich weiter. Hast du vor der Zusage mit Thomas Danneberg sprechen können? Ich hätte sehr gerne mal mit Tommy gesprochen, ich habe es leider noch nie hinbekommen. Wir haben uns mal bei der BSG ganz knapp verpasst. Aber nach den Aufnahmen nach dem Casting für den Terminator habe ich mit Björn gesprochen und der meinte, er war auf seinem 77. Geburtstag und hat nochmal gefragt, ob das okay geht. Für den Fall der Fälle, dass er da jemanden anderen castet. Und er meinte so, ja, das ist gar kein Problem. Und zwei Wochen bevor das Casting stattfinden sollte, hat sich Tommy auch gemeldet und meinte, er würde es gerne nochmal probieren. Eine Woche vor dem Casting ist er dann aber nochmal ins Krankenhaus gekommen und konnte es halt dann de facto nicht machen. Erzähl mal von den Synchronaufnahmen zu Terminator Dark Fate. Also ich bin morgens dahin und dann durfte ich erstmal den ganzen Film gucken mit dem völlig unfertigen CGI. Es war unfassbar lustig. Also ich habe so einen Film in so einer Rohfassung noch nie gesehen, mit so lustigen Schwarz-Weiß-Buchstaben und Zahlen dazwischen. Und dann auch den Stuntman oder das Stunt-Double von Arnie zu sehen, so einen dicken Russen mit so einem lustigen Helm mit so Punkten drauf. Es war klasse. Also diesen Film vorher schon zu sehen, war so witzig. Und ich finde ihn sehr gut. Aber ich bin auch ein großer Terminator-Fan, seit ich klein bin. Also ist eh wurscht. Warst du aufgeregt? Ja, sehr. Und war dann noch mal essen, habe dann die Hälfte der Pizza nicht geschafft, wollte die mitnehmen, habe die dann da vergessen, weil ich so aufgeregt war und bin dann ins Studio gegangen. Und Arnie hat gar nicht so viel Text, ist ja meistens so, er ist ja der Terminator, er muss nicht so viel sagen, ist einfach cool. Und dann ging das eigentlich rucki zucki, also so, man musste natürlich ein bisschen reinkommen in die Rolle und wenn du dann da drin bist, so nach 5, 6 Takes, dann bleibst du da auch. Also das ist auch kein Problem. Und dann war ich in der Mitte so ein bisschen raus, dann bin ich nochmal rausgegangen, eine rauchen. Ich muss dazu sagen, für den Terminator, also ich habe 15 Jahre nicht geraucht. Und für den Terminator dachte ich so, ich muss wie 72 klingen. Und dann habe ich echt jeden Abend, eine Woche vorher, jeden Abend eine Flasche Whisky gesoffen. Und es war echt super anstrengend. Aber es hat sich gelohnt. Also es klingt halt wie original. Deswegen. Also ich habe halt, wie hatte eine Kollegin neulich gesagt, Method Dubbing betrieben. Das fand ich irgendwie super geil. Ja. Was passiert mit deiner Stimme, wenn du wie Thomas Danneberg bzw. Arnold Schwarzenegger klingen willst? Es legt sich so ein kleiner Schalter um. Und dann ist alles einfach so ein bisschen cooler. Das ist das Einzige, was passiert. Ansonsten bin ich ich bin sehr wandelbar. Also ich kann recht hoch sprechen und ich kann sehr tief sprechen. Und man sagt mir oder man unterstellt mir, es klingt nicht wie gedrückt. Also ich bin da jetzt insofern nicht so Profi, dass ich irgendwie sage, also klar, ich kann hören, wenn jemand wirklich die ganze Zeit so drückt. Das hört man total, aber das aus so einer Lockerheit, so eine Tiefe durch eine Lockerheit zu erzeugen, das klingt natürlich ganz anders. Terminator kam 1984 raus, deinem Geburtsjahr. 1991 erschien Terminator 2. Wann hast du die Filme gesehen? Viel zu früh. Ich habe die viel zu früh gesehen, aber ich habe auch schon, meine Mutter hat mich dazu gebracht. Ich muss meiner Mama die Schuld geben, auf jeden Fall böse Mama. Wir haben unfassbar viel Zeit hinterm Fernseher verbracht. Das ist wirklich meine komplette Kindheit war Fernsehen und tausende Filme geguckt. Und das Schöne an unserem Job ist ja wirklich, dass wir das so machen, dass man als Kind gerade niemals auf die Idee kommen würde zu sagen, wie Eddie Murphy kann kein Deutsch. Wir sind damit aufgewachsen und das ist einfach das Tolle an diesem Ding, dass man einfach gar nicht darüber nachdenkt, sondern man sagt, die können das alle. Und das ist das Schöne. Ich habe auch schon mal überlegt, dass ich vielleicht so ein Gerücht streue, dass es eigentlich gar keine Synchronsprecher gibt, dass wir einfach nur eine Show machen, dass eigentlich alle Schauspieler Deutsch können. Das finde ich total witzig. Geht für dich mit der Synchronrolle von Schwarzenegger ein Traum in Erfüllung? Der größte Traum.
Der größte Kindheitstraum ever. Und ich bin auch ehrlich so ein bisschen erschrocken davor. Also nicht nur, dass es irgendwie so schnell passiert ist, sondern eben auch, das war eigentlich alles, was ich hier erreichen wollte. Und jetzt ist es passiert. Also Björn meinte dann so, Bernd, beruhig dich, da kommen noch bestimmt viele andere tolle Sachen. Und Björn macht ja auch, also Björn Schaller macht ja auch die Star Wars Sachen. So haben wir uns ja auch kennengelernt über den Solo, wo ich dann mit Florian Kleid zusammen im Studio, also wir haben uns abgeklatscht. Und dann hat er so gemeint, warte mal. Das klingt ja so, als ob sich der Arnie mit Harrison Ford unterhält. Müsst ihr weiter quatschen, ich will das hören. Das fand er total gut. Inwieweit versuchst du dich an Thomas Dannebergs Stimme und seinem Stimmspiel zu orientieren? Also wenn ich natürlich Arnie spreche, dann höre ich mir, dann gucke ich mir vorher Last Action Hero oder irgendwelche Filme an, die es auf Netflix gibt. Und versuche dann absolut, Twins habe ich mir jetzt wieder mal reingezogen, das ist ein großartiger Film. Versuch einfach so nah wie möglich ranzukommen, weil das hat er verdient. Also ich will einfach nicht, ich will dann auch gar nicht zu sehr ich selber sein, sondern es macht einfach viel mehr Spaß, irgendwie das wirklich zu treffen. Also da bin ich auch ganz blöd und sage, nee, das muss so klingen, so gehört sich das. Wie kann es sein, dass eine 35 Jahre alte Stimme so klingt wie eine 72 Jahre alte Stimme? Ich habe eine, meine Mutter meint so, ich dürfte eigentlich gar nicht leben. Also ich bin als Kind öfter mal fast krepiert so. Ich habe halt viele Lungenentzündungen gehabt. Gerade so als Baby hatte ich, glaube ich, in einem Jahr 7 oder 8 Lungenentzündungen. Und dadurch ist ein Riss entstanden in der Lunge. Und ich habe halt unfassbar viel gehustet. Meine komplette Kindheit durch mehr oder weniger gehustet. Und deswegen klinge ich einfach alt. Und als ich mit 14 oder 13, 14 dann ans Telefon gegangen bin bei meinen Eltern, was ich immer gehasst habe, dann, und jetzt kommt's, warum? Weil alle Arbeitskollegen von meinem Dad immer dachten, ich bin mein Vater. Und dann musste ich dann immer zuhören, weil die immer nicht kapiert haben, dass ich es nicht bin. Also man konnte die ganz schlecht abwimmeln. Und da habe ich gemerkt, aha, da ist irgendwie was im Argen. In der Branche ist deine Stimme auch als äußerst wandlungsfähig bekannt. Hast du diese Wandlungsfähigkeit schon immer oder lange geübt? Also richtig geübt habe ich das ehrlich gesagt nie. Also ich bin selber überrascht gewesen davon, wie wandlungsfähig die überhaupt ist. Aber so... Vielleicht ist es meinem Charakter geschuldet. Ich habe jetzt wirklich keinen so einen sehr eingefahrenen Charakter. Je nachdem, was ich mir für Klamotten anziehe, merke ich immer, bin ich einfach auch eine andere Person. Also ich nehme einfach unglaublich gerne Sachen auf und an. Oder wenn ich mich mit Leuten im Raum unterhalte, dann spiegel ich die auch unglaublich schnell. Und merke einfach, das bin trotzdem alles ich. Also diese Wandlungsfähigkeit ist einfach ein Teil von mir. Björn Schaller soll mal gesagt haben, Bernd ist eine Bank. Was meint er damit? Ja, eigentlich hat es nicht wirklich Björn gesagt, aber Björn hat es auf jeden Fall bestätigt. Eigentlich hat es der Cutter neben Björn gesagt, der Matthias. Aber er meinte damit, jedes Mal, wenn die irgendwie ein Problem hatten, wie zum Beispiel bei The Green Hornet, glaube ich, war das, fehlte irgendwie ein Satz. Und es war so ein dicker, alter Polizist, der irgendwie Michael Douglas nicht aus dieser Knastzelle rauslassen will, und dann sagt er halt irgendwas und alle so, ja, wer könnte denn, also wir können ja jetzt nicht irgendwie noch extra irgendjemand, können wir nicht einfach Bernd fragen, ob der kurz Zeit hat, der ist doch eh nebenan. Und dann kam ich halt rein, meinte so, was soll ich tun? Ja, der hier, kriegst du es hin? Der ist 60. Ich so, ja, was sagt der denn? Und dann ein Satz und dann war das halt erledigt. Und alle so, ja, Bernd ist eine Bank. Also ist scheißegal, was du dem hinsetzt, der kriegt es irgendwie hin, dass es so klingt, wie es soll. Ja. Welche Synchronrollen waren für dich die Highlights auf dem Weg zu Terminator? Eigentlich sind das alles Highlights. Also angefangen von eben der Innocence, was meine erste größere Rolle war. Dann mache ich ja auch relativ viel Anime momentan. Da durfte ich dann das erste Mal so einen Hero sprechen, so einen echten in Vanishing Line. Da heißt der Sword. Das ist auch so ein dicker Bodybuilder, rothaariger, und der rettet dann alle und ist auch super sympathisch. Also so eine Sachen. Jetzt zuletzt für Netflix habe ich Top Boy gemacht. Das ist eine Mafia-Serie, so jamaikanische Mafia-Jungs, die in London Heroin verticken. Das ist echt heftiger Scheiß, Mann. Boah, krass. Und dann eben auch mit diesem jamaikanischen Slang, so Wagwan. Das hat so Spaß gemacht. Yes. Und jetzt gerade machen wir was für ProSieben. ProSieben hat jetzt auch einen Streamingdienst. Okay. Und das heißt Mokka Mafia. Und da bin ich so ein böser Araber. Albi.
Und es macht einfach alles Spaß. Es ist völlig wurscht. In der Doku-Serie Fight World hast du Frank Grillo gesprochen. Worum geht es in der Serie? Frank Grillo hat ja eigentlich eine Feststimme. Jetzt war der aber, wenn der Rolle spielt, ist der halt immer so der Bösewicht. Immer so ein bisschen fies und klingt auch immer total fies. Und das wollte der einfach nicht, weil dieser Mensch an sich ist einfach total sympathisch. Und in Fight World geht es einfach um verschiedene Kampftechniken. 5 oder 6 werden da vorgestellt. Von Krav Maga über Muay Thai und so weiter. Und Frank ist halt so MMA-Fighter und interessiert sich halt für Kampfsportarten und interviewt da halt so die alten Ikonen so des mexikanischen Boxens und so. Er ist richtig, richtig cooler Typ. Und ja, Sebastian hat das damals gemacht, Sebastian Türk. Und der meinte, er hat gecastet und meinte einfach, ja, die Originalstimme ist einfach zu fies. Also es klingt nicht lieb genug für eine Doku. Deswegen habe ich den bekommen. In der Sitcom Disjointed bist du als Taekwondo-Lehrer Douglas zu hören. Erzähl mal von den Synchronaufnahmen. Sitcom ist einfach krass schwierig. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist, aber da muss wirklich jede Pointe on point sein. Und dadurch, dass ich ja schon weiß, wie der Witz ist, muss ich mich echt zusammenreißen, das eben nicht in der Stimme schon anzudeuten, wo der Witz hingehen soll. Es muss also immer so ins Leere führen, damit der Lacher noch funktioniert. Und dann ist das auch immer unglaublich schnell gewesen. Also der ganze Duktus ist einfach brutal. Aber es hat unfassbar Spaß gemacht, das ganze Thema Kiffen. Und ich bin so der Anti-Kiffer, ich bin halt der Taekwondo-Lehrer, Taekwon Douglas, genau. Und halt so wirklich die Fahne hoch gegen Marihuana und das ist einfach total göttlich. Das ist jointed. 2018 hast du Spider-Mans Vater im Animationsfilm Spider-Man – A New Universe synchronisiert. Was war das Besondere an der Rolle? Der ist halt, das ist also wieder so ein klassisches, so ein klassischer Klischee-Mann, den ich da sprechen darf, so einen großen schwarzen Polizisten. Ich fand den aber geil, weil der hat so eine, der entspricht halt wirklich so dem absoluten Klischee eines lieben Cops. So ein bisschen doof, aber absolut gerecht und absolut lieb. Einfach lieb. Ein lieber Vater, eine richtige tolle Vaterfigur, die sich auch unglaublich Sorgen macht eben um seinen Sohn, den Miles, und das hat echt Spaß gemacht. Habe ich auch bei Björn gemacht. Und da gibt's auch Stellen, wo ich so ein bisschen wie Tommy klinge. Und da habe ich auch meine allererste E-Mail bekommen nach diesem Film, wo mich ein Fan angeschrieben hat und meinte, oh, sie klingen wie Thomas Danneberg, das finde ich immer schön und bla. Und dachte ich so, auch cool. Was macht den Reiz an der Synchronisation von Trickfilmen aus? Bei Trickfilmen kannst du halt komplett spinnen. Also ganz scheißegal, du kannst immer noch eine Schippe drauflegen und das macht richtig Laune. Also auch wenn du irgendwie vorher einen schlechten Tag hast, das Wetter ist mies, du kommst da rein und dieser Trickfilm macht dich einfach happy. Es ist einfach bunt, es ist grell, es ist alles viel zu schnell und danach bist du einfach total wie besoffen. Das finde ich super. Du spielst auch immer häufiger Anime-Rollen. Mhm. Bist du selber Anime-Fan? Großer Anime-Fan auf jeden Fall. Also ich kenne mich mit den Namen überhaupt nicht aus. Ich kann auch überhaupt kein Japanisch. Aber ich verstehe total den Hype. Also ich verstehe es total. Es ist einfach eine ganz andere Art, Geschichten zu erzählen. Und Anime ist ganz oft eben auch orientiert an diesen Göttergeschichten der japanischen Kultur. Und ich finde das einfach faszinierend. Also, und natürlich auch teilweise sehr pervers, was ich auch sehr, sehr gut finde. Was war deine bisher größte Herausforderung im Synchron? Jede Rolle hat so ihre Tücken auf jeden Fall. Aber was ich wirklich am tollsten fand, war, wie gesagt, bei der Innocence, dieser Kerl, der sich eben auch entwickelt und verwandelt. Johannes Hauker Johansen. Das ist ein geiler Name. Und der ist am Anfang so ein bisschen böse. Dann gibt's aber noch so eine Rückblende, da ist er total lieb und total unsicher. Und dann eben durch diese Besessenheit von diesem Mädchen ist er halt völlig anders und er spielt auch einfach fantastisch. Und das war wirklich sauschwer. Und generell traurig zu sein, ist auch immer wieder mal so, wo ich so denke, boah, da kannst du auch dich echt schnell drin verlieren in dieser Traurigkeit. In der nächsten Szene ist er aber dann wieder happy. Kacke! Ja, also das ist, also diese Emotionsswitche finde ich immer am spannendsten. Eben auch, was macht es mit mir als Schauspieler? Es ist halt wirklich so ein Moment, wo ich irgendwie so, das könnte glatt werden da auf der. Aber dann irgendwie sich wieder zu fangen und zu merken, nee, das geht alles. Bist du ein emotionaler Typ? Leidest du mit deinen Rollen mit? Ja, definitiv. Ich bin für sehr viele Sachen einfach viel zu sensibel.
Gibt es eine Synchronrolle, die für dich besonders emotional war? Also bei Miles Jefferson, Jefferson Davis, war so eine Szene, da stirbt halt der Bruder. Und ich hatte mich zu der Zeit frisch getrennt und ich war echt fertig danach. Also das ist eine ganz kurze Szene, die finden den irgendwie in so einer Ecke. Er ist natürlich der Bösewicht, was er gar nicht wusste zu dem Zeitpunkt. Und ich war echt locker 10 Minuten mit meinen Tränen gerungen, einfach nur, weil es war gar nicht so traurig, aber diese Traurigkeit zuzulassen zu diesem Zeitpunkt war für mich halt so, oh Gott, da kommt diese große Welle Traurigkeit. Das war sehr schwer. Du bist erst seit 2015 Synchronsprecher und vorher vor allem als Radiosprecher zu hören gewesen. Dein Tipp für angehende Synchronsprecher? Mein Tipp für angehende Synchronsprecher ist auf jeden Fall Beharrlichkeit. Bleibt dran. Lasst euch nicht unterkriegen. Es liegt an 1 Million Faktoren, dass ihr den Aufnahmeleiter, den ihr jetzt gerade sprechen wollt, vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt. Oder das Wetter ist schlecht. Oder es ist gerade unfassbar viel Stress. Und wir haben leider keine Ahnung, wie diese Aufnahmeleiter, gerade als Anfänger hast du keine Ahnung, wie die aussehen. Also kommst du dann in so ein Großraumbüro und alle sind super busy und du stehst da mit deiner Mappe und denkst dir, ja, das ist immer wieder ein unfassbar beschissener Moment. Aber da müssen alle durch. Und ich finde es auch sehr gut, dass alle da durch müssen. Wie sieht ein typischer Synchrontag bei dir aus? Also ich habe so im Schnitt 2 bis 5 Termine am Tag und fahre, wenn die Sonne scheint, immer mit Fahrrad. Oft 60 Kilometer am Tag, was echt schlaucht. Aber ich habe ja sonst keine Zeit zum Sport. Also das ist eine einzige Möglichkeit. Und dann geht's ins erste Studio und gestern zum Beispiel war ich bei Vikings, bin da gestorben. Das ist immer schön, so um 10 Uhr morgens zu sterben, völlig eklig im Winter in so einem Wald zerrissen zu werden und durch den Wald zu fliegen. Nee, Bernd, kannst du noch mal schreien? Noch mal ein bisschen lauter? Ja, klar. Das ist immer wieder großartig. Und dann habe ich ein Spiel gesprochen. Spiele mache ich auch unfassbar gern. Auch wieder ein neues Spiel, wo der Terminator wieder drin vorkommt. Bei dem Tom Clancy-Spiel. Und dann war ich bei der SDI gegen Abend. Und da habe ich einen Nachrichtensprecher gesprochen. Also in so einer Kinderserie für Disney. Da kommen, das ist ja witzig, weil so habe ich angefangen, so habe ich mich auch beworben, habe ich gesagt, hier, ich komme vom Nachrichtensprechen. Und das waren einfach so meine ersten Rollen. Einfach irgendwie immer irgendwelche Nachrichtensprecher im Fernsehen. Ich wusste gar nicht, wie viele Nachrichtensprecher, aber um eben von irgendeinem Film die Aktualität zu zeichnen, hast du halt irgendwie Nachrichten mit drin. Und dann bin ich immer mal wieder gerne der Nachrichtensprecher. Würde es dich reizen, mal ein Hörbuch zu sprechen? Also Rufus Beck, ich bin ein unfassbar großer Fan, genauso wie Dirk Bach. Gott, hab ihn selig. Das würde mir schon auch noch echt raushängen. Also gerade so Charakter so scharf voneinander abzugrenzen, stimmlich und eben auch von der Art her, das macht einfach so viel Spaß. Und das macht auch den Reiz von so einem Hörbuch aus, meiner Meinung nach. Gerade bei Kindersachen oder bei Sachen für Jugendlichen, wo du einfach viele verschiedene Charaktere hast, das wäre echt cool. Und gerne auch so einen dicken Wälzer, weil ja, man wächst mit seinen Aufgaben auf jeden Fall. Was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft? Ja, berufliche Zukunft. Das ist wirklich schwierig, weil für mich stand halt immer so, ich möchte mal so eine richtig große Hauptrolle haben. Das ist lange im Fokus. Aber ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch einige Sachen, die ich gerne machen möchte. Ich würde gerne mal live lesen, gerne auch mit Kollegen zusammen. Ich habe neulich David Nathan kennengelernt, der zu mir meinte, er könnte sich das vorstellen. Und ich dachte, ja, so cool, krass. Also das wäre noch geil. Dann würde ich auch gerne mal wieder ein bisschen mehr Theater spielen. Gerne auch irgendwie auf Theater oder so. Dann bräuchte man ein bisschen mehr Zeit. Und ansonsten nehme ich alles, was da kommt. Also es gibt noch so viele Bereiche, wo ich noch nicht so viel gemacht habe. Werbung habe ich noch nie gemacht. Das darf gerne noch kommen. Und ja, wer weiß. Eine witzige Anekdote zum Schluss. Das war ein sehr lustiger Tag, weil ich,
hat er einfach wirklich ganz krasse unterschiedliche Termine bei unterschiedlichen Firmen mit völlig verschiedenen Rollen. Also in dem einen Moment ein unfassbar lustiger Typ und eine Stunde später ein ganz brutaler Bösewicht. Und ich weiß nicht, wie es kam, aber ich hatte wirklich exakt für diese verschiedenen Rollen die richtigen Klamotten dabei. Also um mich in diese Rolle reinzuversetzen. Also dieser lustige Typ hatte halt irgendwie so ein legeres Hemd an. Und dieser böse, ich weiß nicht mehr, so ein Hinterwäldler, so ein White Trash-Typ, so ein Redneck, der hatte halt nur so ein Wife-Beater an, also so ein Feinripp-Unterhemd. Und ich hatte zufällig meinen Feinripp-Unterhemd an. Und da habe ich mich halt eiskalt ausgezogen und dann bin ich halt richtig geil da reingekommen in diese Rolle. Und das ist halt immer wieder witzig, was Klamotten so können. Manchmal hat man auch das Problem, dass man vorher Knoblauch gegessen hat. Das ist immer schlecht. Also Klamotten hin oder her. Nein, das kannst du abschneiden. Knoblauchgeschichten sind immer schlimm.